Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal wieder Springfield. Und wie erwartet, habe ich in Akt 1 Brittany Brookman bekommen. Ich meine, ich hatte noch 5 Tage Zeit. Für ungefähr 2.000-3.000 Eventwährung oder Tierfutter waren das. Deswegen konnte ich auch noch 3 oder 4 Bonatboxen abholen. Aber jetzt sind wir schon in Akt 2. Da gab es als ersten Preis den Kalmar und die Matrosen. Also der ist hier. Sieht eigentlich recht witzig aus. Ja, geht eigentlich. Und ist auch so ziemlich witzig. Und dann gibt's noch als zweiten und sechsten Preis eine gerade Landmarke. Ist auch gut. Da ich ja nicht alle Krusty-Land-Filter damals gekauft habe. Deswegen herrscht da oben Mangel an gratis Landmarken. Der dritte Preis ist es Slimo Auditorium. Und im Store sind auch neue Gegenstände, die man halt für Cash kaufen kann. Das hat was mit Wasser zu tun. Sieht man ja auch hier. Marine World. Und hier gab es ja dann auch die Kalmar und die Matrosen. Deswegen wird hier zumindest die Hälfte des Aktes, weil hier das Limo Auditorium sieht auch unter Wasser aus, sich um Wasser drehen. Aber dann der fünfte Preis, der große Ebene. Okay. Das passt ja nicht zu so einem Aqua World, oder? So. Ich weiß nicht, ob sich dann auch noch um was Zweites dreht. Das weiß ich momentan noch nicht. Aber die große Ebene ist dann auch nochmal ein weiteres Gehege, wo man dann auch mal wieder aufrüsten kann. Und ich glaube, es dreht sich um Elefanten. Das kann schon gut sein, weil hier kann man ja auch Elefanten herstellen. Deswegen vermute ich jetzt erstmal, dass ja vielleicht Elefanten drauf kommen. Oder ich bin mir so ziemlich sicher. Da haben wir da vielleicht Elefanten und dann halt noch 3 andere Tiere freischalten kann. Da habe ich jetzt nur so eine Vermutung. Aber ich vermute schon sehr stark. Also überhaupt die neue Währung. Tierspuren. Okay. Da weiß ich jetzt auch auf jeden Fall, was die neue Währung ist. Nämlich Tierspuren. Ja, aber es gab auch ein neues Gehege. Nämlich das hier. Wie heißt denn das? Pavian Paradies. Okay. Was gibt's denn da alles? Dschungelbereich. Lemur, Vielfraß, Panda. Oh, das ist geil. Ich komme aber die Frage. Land der Großkatzen habe ich noch zum Aufrüsten. Also da will ich auch noch eins. Aber ein Pavian Paradies. Da will ich auch noch mal gern eins. Da kamen dann wieder 2 neue Kunden hinschicken. Nämlich Smithers und Nelson. Kommt auf jeden Fall hinschicken. Aber wir haben ja auch noch 2 Tagesherausforderungen. Zack, zack, zack. Können wir mal schnell einfordern. Oder hab ich gerade schon gemacht? Lemur, okay. Nee, das will ich doch da haben, oder? Pavian. Haben wir schon 3? 3 haben wir schon. Da gibt es 5 gleich. Okay, Affe. Lemur. Okay, das ist unten. Da brauche ich unbedingt eins. Ein zweites. Ich glaube schon, dass ich da ein zweites brauche. Oh, jetzt habe ich irgendwas abgeschlossen. Verbessere das Pavian-Paradies. Okay, nur so ganz so nebenbei. Aber das finde ich auch immer noch blöd, dass halt auf den Zusatzteile keine Tiere sein können. Das finde ich jetzt immer noch blöd. Das wird sich auch nicht ändern. Viehfraß, okay. Da gefällt mir es eher nicht. Da fallen mir die Affen und der Panda vor allem viel besser. Nochmal eine Aufgabe. Das reicht ja noch perfekt. Okay, aber den Panda, der muss da jetzt hin. Der muss hier ins Slot 4. Panda, das sieht irgendwie so grimmig aus. Okay. Naja. Ja. Sieht gut aus.
Dann muss ich ja noch mal kurz was sagen. Nämlich, muss ich mal finden. Hier, das Wildwasser-Weltschild. Was kann man da denn vermuten? Das hat doch irgendwie so einen Anschein, dass da die Figur dran ist. Und dann dachte ich mir, Figur für $100? Yeah, was ist da los? Wollte ich mir kaufen? Hab ich mir auch gekauft und dann... Ach toll, das ist ja nur das Ding da. Also so kann ich eher einen austricksen. Ich weiß es nicht. Ich bin echt drauf reingefallen. Ich dachte nicht, dass das zum Schild gehört, sondern dass es eine Figur ist. Aber das Schaf ist auch ganz witzig. 3? Okay, wenn man das antippt, springt das ein Schaf hin. Wenn man es nochmal antippt, springt der nochmal ein Schaf hin. Okay, naja. Da muss ich mir auf jeden Fall nochmal welche kaufen. Auf jeden Fall. Habe ich ja noch nicht gemacht. Bevor die mit mir wieder ausgehen. Ja, lass ich's da. Kaufe ich dann lieber welche. 20%. Sieht aus, als ob man wieder 40% haben könnte. Und ein Tresor. Französischer Kellner. Den kaufe ich mir, glaube ich, heute. Was gibt's denn hier Neues? Alter Verräter. Oder die Bärenhöhle. Ist da ein Bär dabei? Nee, ich glaube nicht. Dabei. Nee, da brauche ich meine Donuts, glaube ich, irgendwo anders. Aber ist der alte Verräter? Nein, das lasse ich glaube lieber. Aber Affenasyl? Boah, das sieht auch geil aus. Haus der Taylors. Naja. Sieht nicht so übermäßig geil aus. Aber das Affenasyl. Ah ja, das ist die Frau da. Die kenne ich auf jeden Fall. Und ich habe illegal Affen. Gezüchtet hat die dann. Genau, die hat da auch einen Diamant in der Hand. Die dann Diamanten abtragen. Also daran kann ich mich mal erinnern. Aber wieder in der Folge, wo ich noch weiß. Ja. Ist immer ein bisschen schwierig. Und das ist auch riesig. Das ist ein bisschen zu riesig. So für meinen Geschmack. Cool, der ist durchsichtig. Ist ausgeblendet oder so? Naja. Ich hab was uns gekauft. Naja. Aber geht ja auch eigentlich. Zack. Man kann nicht genug Diamanten haben. Joan Bushwell. Ah, da fehlt noch. Maggie Smetterlingskostüm. Smetterling, genau, Smetterling. Aber das kann man leider nur gegen Echtgeld kaufen. Hier ist Maggie dabei. Und das heißt, ich werde es mir nicht kaufen. Genau. Aber die hat ja auch erstmal eine Aufgabe. 12 Stunden. Was so eine große Zahl an. Die Pfund haben wir noch nie gesehen. Aber was heißt das? Ich denke mit. Ich denke echt mal mit. Echt jetzt? Echt jetzt? 20%. Hier wäre die scheiß neue Karte hier. Aber wo ist denn unser Gehege? Ist auf mysteriöser Weise verschwunden. Also doch, ich kann ja das noch einmal aufrüsten. Für 1500. Ich habe da jetzt Angst, dass ich mir doch hier ein paar Darling kaufen muss. Genau, muss. Die sind doch das ganze Event verfügbar, oder? Vermutlich jetzt mal schon. Dann machst du ihr egal Geschäft. Da kann er auf jeden Fall nicht mitarbeiten. Ja, auch nicht. Ah, aber hier. Haus des Taylors. Sah das wohl nicht anders aus? Okay. Nee, das war schon das. Das sah aber für mich irgendwie anders aus. Kann man da nochmal X-Tante kaufen? Zack, zack. Anscheinend schon, okay. Naja. Ja, geht eigentlich. So mehr. Doch, ich wollte ja noch den. Ich hätte schon fast vergessen, den französischen Kellner zu kaufen.
Ja, okay. Hallo, ich will auf okay, Tim. Hallo, $15. Ach ja, jetzt. Also, ciao, da ausgesprochen. Französischer Kellner. Ah, noch mehr verrückte Vögel, okay. Die Quelle können ja doch eigentlich da reinpassen, oder? Aber die Wasser sieht auch irgendwie. Sieht auf dem Bild auch so aus. Ja. Sieht auch irgendwie so verschmutzt aus. Und jetzt kommt auf einmal ein Wilhelm hier. Na gut, hier ist die Pâté, die Sie verlangt haben. Also, welche Informationen haben Sie? Diese Pâté ist wie wohl kaum frisch. Und wo ist meine gute Flasche Rotwein, die dazu gehört? So, aber. Aber. Was ist denn da drüben? Ist das Gehege? Also, das ist der T-Rex. Was ist da in der Mitte ist? Hä? Oh ja. Ja, achso, wir müssen hier auf Information tippen. Dann bekommen wir hier das. Okay, die da oben, das weiß ich natürlich schon. Ach, das ist das Limo-Auditorium, okay. Naja. Aber so schön haben die das ja auch nicht so dekoriert. Okay. Jetzt haben wir noch 133 Donuts. Es stellt sich natürlich die Frage. Haben wir so eine Souvenirshop? So eine Kiste? Oder lieber in die Prozente reinstecken? Lieber, glaube ich, in die Prozente. Ich habe jetzt die 1000 geknackt. Deswegen würde ich da jetzt noch ein paar. Ich gebe die restlichen Donuts dann glaube ich noch 5% aus. Mann, der Black Friday nähert. Der kommt näher. 2 Monaten ist soweit. Okay, in 3. Seien wir ehrlich, in 3. Da brauche ich 1000 Donuts. Zu Black Friday brauche ich 1000 Donuts. Da hau ich einfach nur Donuts raus. Ist ja mein Ziel. So, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Dialogen. Haus der Taylors. Deine Eintrittskarte in die Klasse der Besten. Hol dir Alison Taylors und das Haus der Taylors. Weißt du, das Leben in einer Wild Wild Weststadt ist nicht so schlecht. Ich meine, es geht voll klar, Partner. Ich muss dir etwas sagen, das mich belastet. Manjula, aus diesem überraschenden schweren Kind hier auf meiner Brust. Du weißt, dass du mir alles sagen kannst, mein lieber Mann. Und ich werde dich entsprechend bestrafen. Naja, Manjula, als du weg warst, spürte ich ein bestimmtes Verlangen. Oh nein. Nun, wie du weißt, hat jeder Mann Bedürfnisse. Bedürfnisse, die nicht gestillt werden können, wenn seine Frau weg ist. Oh nein! Oh Gott sei Dank! Ich dachte schon, ich müsste dich auf der Couch schlafen lassen, weil du mich betrogen hast. Stattdessen kannst du auf der Couch schlafen, weil du mich beunruhigt hast. In dieser Löwenherz ist mein Krafttier, Brittany Brogman. Wie bewertest du meinen Zoo auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 die einzige Zahl ist, die ich hören will? Da ist also ein Zoo? Wo sind die Kinderschminken? Wo sind die Kinderschminker? Der Geruch vom verbrannten Popcorn oder die Münzpresse? Uff, wir haben uns so auf die Tiere konzentriert, dass wir die Nebenattraktion ganz vergessen haben. Was sollen diese anspruchsvollen Kinder noch alles in ihren Zoo? Ich habe mit meinem Smartphone einen Einbruch gefilmt. Jetzt haben sie den Typen gefasst und ich bin der neue Star im Netz. Sei vorsichtig, Liebling. Soziale Medien sind so unbeständig wie meine Bonität. Das war wirklich eine Offenbarung. Wir müssen mehr Fidget Spinner und USB-Ladestationen besorgen. Fidget Spinner? Diesen Schaut also. Ein bisschen spät dran. Ich hatte nie so ein Teil. Ich meine, für was brauche ich das? Um so was komisches zu drehen, oder? Nee, da dachte ich mir. Nee, das brauche ich nicht unbedingt. Nein, damit könnte ich ja nichts anfangen. Meine kostbare Zeit, wo ich da rumdrehe oder so. Okay, rumdrehe. Aber was ist mit Tieren? Wir haben nicht mal eines von diesen lustigen Kamelen, die Leute anspucken. Tierinvestitionen liegen erstmal auf Eis, bis ich herausfinde, was Litz sein soll und wo ich es herkriege. Lass die Geschichte von Atlanta beschlossen. Lass die Sprünge weiter in den Gang und profitiere weit von den Zubehör. Das sollte ich echt mal rauslassen. Das lese ich in jedem Event circa 3-mal vor. Ja, ganz genau 3-mal. Aber ja. Deswegen habe ich. Das lasse ich, glaube ich, demnächst draußen. Dad? In meiner Klasse hat jemand letzte Nacht ein Chupacabra gesehen. Darf ich mich auf diese Steuer stützen? Darf ich? Wenn du mich so lieb bittest, aber sie haben 20 Uhr wieder zu Hause. Morgen ist wieder Schule. Ich konnte nichts finden. Ich glaube, es gibt doch keine Chupacabra.
Vielleicht machst du einfach Feierabend. Gib deine Träume auf. Lass das die Jobberprofis machen. So etwas sollte ein Vater aber nicht zu seinem Kind sagen. Du bist nur neidisch, weil ich besser bin als du. Aber ich brauche dich nicht. Ich habe ja Lisa Löwenherz. Sie würde mir helfen, den Chupacabra zu finden. Chupacabra. Okay. Der Chupacabra, auch Chupacabras geschrieben, ist ein lateinamerikanisches Fabelwesen, das kleinen Vieh wie Ziegen oder Schafen gleich ein Vampir die Kehle aufschlitzt und das Blut aussaugen soll. Naja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum ich das nicht kann. Ja, mein Fabelwesen ist nicht so meine Stärke. Naja, es gibt es wahrscheinlich nicht. Pinky Bird Joghurt. Arrrr, Matrose. Kam die Pinky Bird Joghurt. Und das ist so dein Stoß auf Gold. Entschuldigen Sie, Mister. Haben Sie hier vielleicht einen Chupacabra gesehen? Ich glaube, ich habe so ein Vieh noch nicht abgeknallt gekocht. Komm, reiner Tipp vom Landei. Und mit der richtigen Beute kannst du viel mehr Vieh durchfangen. Okay, das war... Hat die irgendwie nicht wie Klesis angehört. Ich weiß nicht, was ich da wieder imitiert habe. Das weiß ich ehrlich nicht. Ja. Meine rechte Maustaste geht nicht mehr. Wollte ich nur mal so sagen. Deswegen habe ich hier noch meine alte Mausi. Die klickt wie der Teufel. Oh, zack, 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 hört ihr das? Klickt echt wie der Teufel. Nicht hier meine stille Maus, die sich so anhört. Also die hört man eigentlich gar nicht. Ja, das ist die rechte Maustaste kaputt. Ich habe aber nichts gemacht. Ich habe meinen PC nur ausgeschaltet und dann morgen ging es nicht mehr. Ich sieht eigentlich noch einwandfrei aus. Ich weiß nicht, warum die rechte kaputt ist. Eigentlich nochmal ja die linke. Die rechte drückt man jetzt nicht x-tausend Mal am Tag. Ich okay, die linke vielleicht auch mal. Aber das hat die rechte. Klingt nach einem Plan, danke. Für eine Dumpfwacke vom Land scheint mir diese Klitis aber ziemlich smart. Was war das für ein Geräusch? Hey, ich sehe dich da im Gebüsch. Lauf nicht weg. Kinder können schneller laufen als Chupacabras. Glaube ich. Chupa Chupa Chupacabra. Dad, was machst du denn da? Es gibt keinen Chupacabra. Hat es nie gegeben. Ich habe ihn die ganze Zeit gespielt, um eine eigene Sensationsstory zu kreieren. Die Lokalnachrichten sind so langweilig. Wie oft soll ich noch über Kiki-Märkte Überfälle berichten? Ich weiß nicht. Wir leben in einer schrecklich langweiligen Stadt, Dad. Ich verzeihe dir. Apu, ich bin gerade erst zurück und du verbringst deine ganze Zeit mit Arbeit. Ich möchte, dass wir die Chance haben, als Paar wieder zusammenzufinden. Verbringe nicht meine ganze Zeit mit Arbeit. Ab und zu entspanne ich mich im braunen Haus. Du entspannst dich in einem anderen Haus? Mit wem? Nein, 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 im braunen Haus sind keine anderen Frauen. Oh, dann war das wohl ein Missverständnis. Vielleicht können wir uns ja zusammen im braunen Haus entspannen. Jetzt soll ich bei deinen Schweinereien auch noch mitmachen? Bitte, ich habe dich nicht betrogen. Es ist nicht mal eine Option auf meiner Aufgabenliste. Was für ein schöner Tag, um die lieben Tiere im Zoo zu besuchen. Helf Gott, Lisa. Ich habe nicht genießt. Hör auf mit diesen altbacken christlichen Floskeln. Ich könnte hören, dass er wer genießt hat. Da! Schon wieder! Und wieder! Und wieder! Oh, wir haben hier offenbar eine schwere Zuggrippewelle. Dem Pferd fällt der Pony aus. Die Kinken gehen nur noch schwach. Die Kalbhüter haben Fieber. Der Nasenaffen hat Schnupfen. Affenasyl. Joe und Baschri und das Affenasyl sind jetzt verfügbar. Gemeinsam seid ihr stark. Schmetterling Maggie. Niedlich und tödlich. Vormittags ist Schmetterling Maggie ein fröhliches Baby. Zum Mittagessen wird sie zur gefürchteten Schwertmeisterin. Also, zunächst einmal, ich bin ein Humanmediziner, kein Tierarzt. Oh, richtig, tut mir leid. Zweitens, von innen sehen Tiere genauso aus wie Menschen, also bin ich dabei. Bravo, Doktor. So, das wäre erledigt. Was steht als nächstes an? Wie wäre es mit besseren Tieren? Die Viecher hier sind voll mies. Schluss mit diesen Affenquatsch. Echt krasses Wortspiel, Mann. Ich meine es ernst. Und auf damit den Affen ihre Fäkalien zurückzuwerfen. Wie kannst du hier mit einverstanden sein, Lisa? Naja, immerhin ist es Dr. Hibbert, der den Tieren hilft. Das ist schon viel besser als Dr. Nick. Keine Kritik, Dr. Nick. Keine Ursache. Ich bin damals von der Veterinärschule geflogen. Nur aus dem Grund bin ich überhaupt Arzt geworden. Anblick dieser Pavianen muss ich daran denken, wie ich mal in ihr Gehege gefallen bin. Okay. Keine Sorge, nicht. Wenn diese Primaten irgendwas versuchen, werde ich ihnen eine weitere Lektion in Demut erteilen. Arrrr, Matrosen. Was macht mit unseren lieben Tentakelfreunden hier? Du musst aufpassen. Sie klammert ganz schön, dass sie nicht im Nacken packt und ihn jenseits befördert. Kaum zu fassen, ich habe meine Schimpansenbeobachtung um 5.10 Uhr verschlafen. Das habe ich nun davon, dass ich in den Bäumen schlafe, um die Paarungsschreie der Bullaffen aufzuzeichnen. Aber egal, der richtige Spaß beginnt ohnehin erst um 5.40 Uhr. Springfield kann sich glücklicherweise schätzen, einen Experten wie mich zu haben, die den Unterschied zwischen einem Langhaarschimpansen, einem nigeranischen kamerunischen Schimpansen und einem Spielzeug von Krusty Burger kennt. Naja, ist natürlich nicht so schwierig.
Wenn meine Schimpansen genug Diamanten geschürft haben, kann ich ein noch größeres Asyl bauen. Aus allen Diamanten. Was ist das? Ein Brief, adressiert an französischen Kellner, Baguette-Straße und Docks Tour de France Springfield. Tut alors, das bin ich. Sehr geehrter Museumskellner, heute ist ein trast wichtiger Tag. Wichtiger als der Bastille-Tag. Tag? Okay. Denn heute brauchen wir Ihre Hilfe. Wir wurden darüber informiert, dass Sie informiert über kürzlich begangenen Vandalismus oder wie Sie es in Frankreich wahrscheinlich nennen, Straßenmonate haben können. Strucker Blue, ich muss sofort zum Polizeirevier. Pierre, bitte informieren Sie den Zigarettenraucher Club, dass ich Zerstörer abwesend sein werde. Ist das überhaupt ein französischer Dialekt? Ich hoffe es auf jeden Fall. Wenn nicht, kann doch mal passieren. Aber sind wir auf einmal sind wir wieder so. So nah dran? Auf einmal? So, das war's jetzt hier von den Logen. Ich soll es echt lassen, ja. Hier mit oder so. Hier ist er ja. Also, herzlich will ich ja mal wieder in Mystery Boxen investieren. Meine zwei Figuren haben wir jetzt gekauft. Jedenfalls zu sich den Kellner, ne? Und der Diamantenjäger, okay. Ich weiß aber nur den Namen. Die Aufgabe hier habe ich auch noch. Aber Apu ist halt hier. Achso, Abu ist ja dafür beschäftigt. So, aber dann würde ich einfach mal sagen, was ist hier von mir für diese Folge? Wenn es dir gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniert meinen Kanal. Und ja. Ciao.